Servus und Hallo bei Not Another Dope Show. Die Prohibitionisten haben ja immer wieder neue haarsträubende Gründe, warum Cannabis verboten bleiben soll, warum es nicht legalisiert werden soll. Sie bringen zum Beispiel hervor, dass man dann, dass man halt die Jugend schützen müsse, weil laut einiger Wissenschaftler das Gehirn von Jugendlichen, wenn man das, wenn die Cannabis konsumieren würden, eine Fehlentwicklung hätten im Kopf. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, dass das überhaupt stimmt. Ja. Aber es ist halt so, dass wir uns, also die Leute, die schon lange dafür sich einsetzen, dass Cannabis legal wird, sich so drauf eingelassen haben, ja okay, Jugendschutz wäre schon nicht schlecht, und man erinnert sich halt an den einen oder anderen, der so richtig abgestürzt ist in seiner Jugend, gell? Aber es gibt es halt, und ich bin mir sicher, dass es auch gäbe es Cannabis überhaupt gar nicht, dass diese Menschen dann auf Alkohol abstürzen würden, weil es nichts damit zu tun hat, was die konsumieren. Aber im Betäubungsmittelgesetz steht ganz oben drin, dass das eigentlich dafür da ist, um die Volksgesundheit zu schützen. Jetzt frage ich mich, wie wird denn meine Gesundheit geschützt in dem Augenblick, wo ein Polizist mir einen Arm auf den Rücken dreht oder ins Gesicht schlägt oder in die Zähne ausschlägt, damit ich also solche Bommels ausspuck, die ich vielleicht im Mund habe. Selbst wenn der Gedanke da richtig ist, ja, weil es gibt ja wirklich Substanzen, die einem Menschen total schaden können, dass man versucht, diese Substanzen nicht auf dem Markt zu haben. Aber es ist alles so halbherzig, weißt du? Weil Crystal Meth zum Beispiel, wenn man Substanzen nicht gar nicht lange herstellt, die man dafür benötigt, dann können die auf dem Schwarzmarkt ja machen, was sie wollen, wenn es nichts gibt zum Aufkochen. Wenn es die Chemikalien nicht gibt, die man benötigt, oder nur ganz schwer bekommt. Und das europaweit, das kann man mit Sicherheit in der EU klären. Aber da ist nur so Halbherzigkeit dahinter. Ja. Wir in Deutschland, wir neigen ja dazu, alles zu industrialisieren. Und alles irgendwie zu schützen. Und dass halt jeder das machen kann. Wir wollen halt immer so ein paar spezielle Leute das dürfen, und die verdienen dann auch einen Haufen Geld damit. Aber umso länger das Ganze natürlich dauert, umso weniger können sich die Neueren, die Jüngeren daran erinnern, dass es da mal anders war, oder wissen das überhaupt nicht und nehmen das dann als gegeben hin. Ja, wir nehmen uns halt nicht als gegeben hin, dass ein BTMG da ist, das unsere Gesundheit schützen soll, und einfach nur so, ja, das verbieten wir und das nicht. Das geht halt einfach nicht. Entweder alles oder gar nichts. So einfach ist diese Sache. Es gibt da nur schwarz-weiß. Entweder verbieten wir das oder wir erlauben es. Also wir heben das Verbot auf. Weil laut unseren Gesetzen, die ja unsere Vorväter erarbeitet haben, und die haben da wirklich viel Hirnschmalz reingesteckt auch, haben die gesagt, ja, jeder kann sich selber schädigen, wenn er meint, er will sich selbst schädigen. Man kann es niemandem verbieten, wenn er meint, er muss sich sein Bein abhacken. Dann ist er halt selber schuld, dann hat er halt kein Bein mehr. Ist so. Ja? Ich kann mir Alkohol kaufen und ich kann mir den in den Hals schütten, egal wie viel Prozent das die Flüssigkeit hat. Auch einen 80-prozentigen Strohrum kann ich mal literweise kaufen, wenn ich erwachsen bin, also volljährig bin. Unser Gesetz gibt das her, unser Grundgesetz, ne, dass ich mit meiner persönlichen Entfaltung und wie ich lustig bin, solange ich niemand anders schade. Das heißt, wenn ich mir einen Strohrum in den Hals schütte und dann ins Auto steige, schade ich jemand anders, sobald ich losfahre, weil wenn wir 100-prozentige Alkoholvergiftung einfahren und während dem Autofahren entsoffen tot bleibt, und mit Sicherheit andere Leute überfahren oder sonstiges. Also ein Steuersetzen und losfahren, besoffen. Das ist in meinen Augen dasselbe, wie wenn ein Junkie sich eine Spritze setzt und losfährt, oder wenn einer einen Joint raucht und losfährt. Das ist für mich fremdschädigend. Aber ganz sicher nicht, wenn ich jetzt zu Hause, sagen wir mal, ich hätte ein Kilo Kokain.
Ich hätte ein Lotto gewonnen, habe genug Geld, fahre nach Kolumbien, bezahle da ein paar Leute, dass die mir ein Kilo nach Deutschland bringen. Das ist alles strafbar. Der Besitz ist ja auch strafbar, aber wenn ich es konsumiere, wäre das dann nicht mehr strafbar. Natürlich hat sich der Gesetzgeber gedacht, hey, wir verbieten einfach den Besitz und den Handel und alles, was damit zusammenhängt, dann können die Leute gar nicht konsumieren. Das Konsumieren erlauben wir ihnen, aber das ist natürlich eine Farce und kann gar nicht funktionieren. Wenn die Leute nämlich sagen, hey, ich darf ja konsumieren, dann muss ich es ja auch irgendwie mir besorgen können. Und weil dieses Gesetz einem dann so ungerecht vorkommt und so unlogisch vorkommt, haben die am wenigsten ein Problem damit, das zu brechen. Für den Besitz zum Konsum. Leider ist es auch so, und das ist halt das Trügerische an der ganzen Geschichte, wenn man illegale Sachen konsumiert. Das normalisiert sich so und fügt sich so ins Leben ein, dass man das aus den Augen verliert, dass das Ganze überhaupt nicht legal ist, was man da macht. Und da wird man auch unvorsichtig. Das sind dann die Leute, die sie erwischen, weil sie so in der Mittelkonsole ein paar Packs liegen haben oder im Auto einfach so im Handschuhfach eine Pistole liegt und ein Spiegel und Zeug und Club, was man halt braucht zum Konsumieren. Genauso ist es mit den Cannabis-Konsumenten. Und da hat man halt jetzt die Option, dass man sagt, man hat es verschrieben bekommen. Oder man kriegt es verschrieben, wenn man krank ist, so wie bei mir halt jetzt der Fall ist, gell? Aber wenn mein Arzt mir das von heute auf morgen nicht mehr verschreiben wird, dann müsste ich auch schauen, wie ich dran komme, oder? Weil die Schmerzen gehen ja deswegen, ja egal, ist ein ganz anderes Thema. Es geht ja darum, dass das BTMG nicht geeignet ist, um die Volksgesundheit zu schützen. Wir sehen es doch bei diesem Coronavirus, Covid-19, was da jetzt gerade durch die ganze Weltgeschichte wabbert. Das ist nicht aufzuhalten gewesen, oder? Ist nicht aufzuhalten. Also man kann an die Vernunft der Menschen appellieren und trotzdem stecken sich Menschen an. Das ist nun mal so. Und ganz genauso ist es halt bei den Drogen auch. Man kann an die Vernunft appellieren, aber sobald derjenige neugierig ist, wird er ausprobieren wollen und auch irgendwo mal einen Weg finden, das auszuprobieren, wenn die Neugierde groß genug ist. Wenn es die Person gar nicht interessiert, und jetzt komme ich mal zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Wenn es die Person gar nicht interessiert, dann brauchst du dem nichts erzählen, weil das interessiert die Person nicht. Und wenn du es erzählt hast und das ist da oben nicht hängen geblieben und die Person kommt einmal in die Situation, dass es doch Interesse daran entwickelt, dann wird sie daran nicht mehr denken. Es ist nun mal so. Man möchte seine Erfahrungen ja alle selber machen, gell? Warnungen in den Wind schlagen ist das eine. Aber Leute neugierig machen ist das andere. Als ich das erste Mal von Cannabis gehört habe, war ich gerade mal 12, weil eine Mutter von einem Schulkameraden gesagt hat, ihr kommt jetzt von der Grundschule in die Hauptschule, da gibt es Drogen, da werden Drogen verkauft. Nehmt ihr ja kein Haschisch. Das sind alles Haschbrüder, nehmt ihr ja auch nichts. Es hat überhaupt nicht gestimmt. In der Schule, in der ich da war, waren Drogen überhaupt kein Thema. Es hat uns nicht interessiert. Keiner von uns hatte daran Interesse. Das war die 5. und 6. Klasse gerade mal. Also 2 Jahrgangsstufen nach der Grundschule. Und die Leute dachten, dort werden Drogen verkauft. Das war nicht wahr. Es hat überhaupt nicht gestimmt. Wo diese Warnung herkam und diese Angstmacherei, können wir uns ja alle denken, wenn man auf meinen Akzent hört, weiß man, dass ich aus Bayern stamme. Ich bin ein Münchner Kindl, ich bin in Neuperlach aufgewachsen. Und da haben die angefangen, uns solche Warnungen zu geben, obwohl da gar nichts war. Aber der Trigger war gesetzt. Natürlich haben wir Kinder uns dann darüber unterhalten, was die Mutter von dem einen, die hat es gut gemeint, die hat uns ja warnen wollen. Aber die hat uns erst einmal davon erzählt. Wir haben ja vorher gar nichts davon gehört. Es hat uns auch gar nicht interessiert. Wir waren ja nicht einmal Zigarettenraucher. Was bei uns gerade aktuell war zu diesem Zeitpunkt, da hat es angefangen, das Interesse am anderen Geschlecht. Das hat angefangen. Das war wichtig eigentlich. Da hätten sie mal ein bisschen Aufklärung betreiben müssen, mit von wegen, hey, wenn ihr in die Schule kommt, dann versucht es halt trotzdem zu lernen und euch nicht nur auf die anderen zu
Weißt du, aber das hat halt da, fängt halt da an in dem Alter. Das sehe ich doch heute auch, wenn ich im Supermarkt bin und ich sehe Kinder in dem Alter, so fünfte, sechste Klasse, wie die sich verhalten plötzlich, wenn einer vorbeikommt, den sie toll finden. Es war genauso wie bei uns, es hat sich nicht verändert. Es ist immer noch so, das ist menschlich. Ja? Wir müssen natürlich schon aufklären, aber nicht so. Nicht mit Angstmacherei oder mit Geschichten, die übertrieben sind, weil, wenn es dann wirklich einmal so weit ist, dass doch einer ausprobiert und der stellt fest, das stimmt nicht, das ist alles übertrieben gewesen, dann geht das wie ein Lauffeuer um. So schnell kannst du gar nicht schauen, wie immer mehr Leute das dann ausprobieren wollen, von den Jungen. Und jetzt meine ich wirklich die, die es auch wirklich betrifft. Und dann, zwar sind das welche zwischen 16 und 19. Das ist das Einstiegsalter. Die meisten so 17, 18 rum. Die Angstmacherei, Eltern Angst machen, indem man Statistiken auf den Markt wirft, da wo es dann heißt, ja, Drogenkonsum bei Kindern zwischen 8 und 23, dann frage ich mich, warum macht man denn nicht zwischen 8 und 15 und an der Grenze zwischen 16 und 19 und da wieder aufwärts sind Erwachsene für mich. Ja? Wieso werden denn da junge Erwachsene bei Kindern mit reingerechnet? Na klar, weil die Zahl dann größer ist, wenn man Angst machen kann. 14-Jährige, 12-Jährige, die interessieren sich noch nicht dafür. Die haben ganz andere Sachen im Kopf. Wirklich. Da musst du eher aufpassen, dass sie sich keine Pornos anschauen, wenn sie Jungs sind, oder dass sie den ganzen Tag vor der PlayStation hocken. Aber ganz sicher nicht wegen Drogen. Und die sollte man damit auch noch nicht behelligen. Die sollte man in Ruhe lassen. Das fängt an, wenn man sexuell reif wird. Wenn man da Sachen erlebt, die man als Kind halt nicht erlebt hat. Da passieren Dinge, die hat man nicht für möglich gehalten. Gefühle, wow, Wahnsinn. Und da wird man halt dann auch neugierig für auf die Erwachsenenwelt. Und Kinder beobachten Erwachsene. Es ist immer das Gleiche. Wir schauen so, man schaut es von den Älteren ab. Also ich jetzt nicht mehr, weil ich alt genug bin, aber als Kind habe ich immer den Eltern was abgeschaut. Als 3-4-Jähriger war ich immer in einer Bäckerei und habe zugeschaut, wie Brezen hergestellt werden. Das weiß ich heute noch. Ich weiß ganz genau jeden einzelnen Schritt, wie diese Brezen hergestellt worden sind. Inklusive dem Backen und wie lange das die dann in der Backstube, weißt, ich war ein kleines Kind, das hat mir keiner erklärt, ich habe bloß zugeschaut. Das Einzige, was ich nicht mehr weiß, ist das Mischungsverhältnis von dem Mehl, weil da war ich nie dabei. Aber ab da, wo es Teig ist, wo man es abtrennt, wie man den behandelt, wie man da die Würstel macht, wie das alles funktioniert, das weiß ich. Wie man diesen Bogen schmeißt, um eine Breze herzustellen, wo in welche Lauge das reinkommt, wie viel Salz da drauf kommt und wie das Gerät ausschaut, mit dem man das da reinbringt in den Ofen und wieder rausholt. Diesen Schießer. Das sind Sachen, die werde ich halt nie vergessen, weil ich das als kleines Kind beim Zuschauen gelernt habe. Und ganz genau so hat es mit den Drogen funktioniert. Ich habe zugeschaut, wie meine Eltern Zigaretten geraucht haben. Irgendwer hat gesagt, wir Erwachsene rauchen. Und dann war das doch ganz klar, wenn Erwachsene rauchen und ich will erwachsen sein, dann muss ich ja nicht rauchen. Ich habe auch ganz schnell wieder aufgehört damit, weil ich mal husten habe müssen. Alle haben sich gelacht, ah, der Kleine hat ja schon aufgehört beim Rauchen. Eigentlich ist das gruselig, dass der Kleine überhaupt angefangen hat und sich beim Bäcker Schachtel Zigaretten hat anschreiben lassen auf den Namen von Nachbarnkind. Also das sind Dinge, die macht man normalerweise nicht. Nur vom Abschauen kommt das. Am Morgen nach der Party Weinresterl und Sektresterl aus die Gläser raussüffeln. Das haben so viele Kinder gemacht. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Und ich könnte mir vorstellen, dass nach einer Cannabis-Party nichts auf dem Tisch rumsteht, dass Kinder am nächsten Tag noch einmal rauchen könnten, weil alles weg ist. Entweder weggeräumt, weggeraucht und aufgeräumt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das toll fände, wenn wir heute so mit Cannabis umgingen, wie zu meiner Kindheit das Ganze mit Tabak und mit Alkohol war. Das war halt unbedarft. Natürlich müssen wir regulieren, aber halt nicht so, dass man Leute einsperrt, nur weil sie sich entschieden haben, was anders zu konsumieren und sie vielleicht einmal eine Bevorratung geholt haben für ein Jahr. Das kann ja auch mal sein, oder? Und dann reitet die Polizei ein und findet natürlich für ein ganzes Jahr lang, sagen wir mal jeden Tag 1 Gramm, dann sind wir schon bei 365 Gramm. Und schon hast du nicht geringe Menge und kriegst kleinen Hammer wie ein Händler. Also die Relationen sind auch nicht richtig, weißt? Du kannst jemanden halb tot schlagen und dann kriegst du weniger als für Kilo Heroin oder Kilo Koks oder weiß ich nicht. Das ist irgendwie. Und
Ich verstehe auch gar nicht, warum die CDU an einem Ding festhält, das auch die AfD so ganz toll findet, wo jeder mitkriegt, dass die AfD tatsächlich so alternative Fakten heranzieht. Also Dinge, die überhaupt nicht stimmen und voll wirres Zeug, hey, und wo du fragst, hey, habt ihr Chemie und Physik nicht aufpasst? Aber anscheinend wirkt es bei einigen einfach gestrickten Menschen. Das egal, darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, dass ihr endlich aufwachen sollt und aufhört, das Cannabis so zu verteufeln, dass es überhaupt nicht verdient hat. Ihr bringt dauernd Argumente an, die man einfach widerlegen kann. Punkt 1, es wird immer stärker. Ja, dann nimm ich halt weniger. Was soll denn das? Jetzt ist mein Punkt 2, die Volksgesundheit schützen. Er schützt nicht die Gesundheit damit, dass er Leute einsperrt. Er schadet eher. Auch die Lebensläufe werden kaputt gemacht, die Führerscheine werden weggenommen. Hey Leute, 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 das ist so ungerecht, was du da machst. Das ist einfach, das geht nicht. Deswegen wird man euch auch nicht mehr wählen. So, peace out. Famous stars.